Hallo Kampfkunstfreunde, willkommen beim Martial Arts Academy Channel. Mein Name ist Bernd Höhle und Meister Stavros demonstriert hier gerade das Training mit dem Ball. Das Balltraining erfordert sehr viel Koordination, Kraft in den Armen, weil dieser Ball, der wiegt jetzt 3 Kilo, wir haben auch einen 5 Kilo Ball oder verschiedene andere Bälle. Wichtig, worum es hier geht, ist der Fluss. Der Flow in den Bewegungen kombiniert mit einigen Skills, also Handtechniken, Fußtechniken, verschiedenen Schritttechniken, Schrittmustern, Fallübungen, also das komplette Programm für Dynamik und auch kinetische Energie wird da mit ins Spiel gebracht, weil wenn der Ball erstmal in Bewegung ist, muss der Körper sich anpassen. Also der Flow in den Techniken ist hier das, was trainiert wird. Ich möchte hier auch nochmal ein paar Eigenschaften des Balltrainings, also ein paar markante Eigenschaften des Balltrainings hervorheben. Hier zum Beispiel die permanente Kontrolle des Balles, das Rollen zwischen den Unterarmen und Handflächen, welches natürlich auch eine gewisse Kraftanstrengung, eine physische Kraftanstrengung für den Körper bedeutet. Und natürlich auch die Koordination, das Gefühl, wie bewegt sich der Ball, wie auch der Gegner sich ständig verändert, so muss ich mich auch hier entsprechend dem Ball anpassen. Gerade die Bewegungen, die körperfern sind, die sind natürlich am schwersten, weil das Gewicht dann einwirkt, die Schwerkraft, und das ein physisches Training sehr beansprucht. Eine weitere Eigenschaft ist, dass der Ball praktisch die Bewegung des Standes, der Wechsel zu den Anständen vorgibt, beziehungsweise der ganze Körper mit eingebracht wird. Dann stößt man den Ball vor, kommt der Körper nach vorne. Wenn ich den zurückziehe, entsteht der Rückstand und weitere Stände ergeben sich durch die Bewegung und die Kraft des Balles. Markant beim Balltraining ist die Nutzung der kinetischen Energie, also das Produzieren dieser Energie natürlich auch. Und das geschieht durch Wegstoßen des Balles, während der Körper hinterher gerissen wird, beziehungsweise sich anpasst und so ein Flow in dem ganzen Körper entsteht, beziehungsweise in der ganzen Bewegung. Stavros, ja, vielen Dank für die Demonstration. Was trainierst du damit? Was sind die Vorteile dieses Balltrainings? Also das Training mit dem Ball hat verschiedene Fähigkeiten. Man kann zum Beispiel generell für den ganzen Körper ist es ja gut. Man kann die Ausdauer trainieren, Standfestigkeit. Mit den Armen kann man komplett generell geschmeidige Bewegungen ausführen. Und das macht ja auch generell das Kung-Fu aus. Ausdauer, Stabilität und Koordination. Ja, und es hat natürlich eine Eleganz, so wie du es machst. Ne? Das ist schon sehr geschmeidig und man spürt richtig den Fluss, den du da reinlegst. Ja, mir gefällt das sehr gut. Es fördert halt Fähigkeiten. Ne? Es ist jetzt nicht ganz der Kampf, den man da trainiert, aber die Fähigkeiten, die man halt auch nutzen kann, in der Kampfkunst, um die es ja auch geht, ist nicht nur das Besiegen eines Gegners, sondern auch vor allem seinen Körper zu schulen und zu trainieren. Danke. Bitte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt uns in unsere Kommentare ein Feedback.
Gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und bis bald.